Und schon wieder sind wir da zur nächsten Nachprobe der großen Gewächse. Heute gibt es die Rheingauer große Gewächse, die wir von gestern nochmal zurückgestellt haben. Ich habe vorhin festgestellt, dass einige schon veröffentlicht sind, weil ich gestern zu blöd war, das Veröffentlichungsdatum nochmal zu verändern. Das heißt, die Informationen, die die Leute gelesen haben, die das alles jetzt schon gelesen haben, sind einer gewissen Vorläufigkeit unterworfen, die wir jetzt erst konkretisieren. Wie auch immer, zu diesen Rheingauer Rieslingen gibt es noch Mosel, die ich heute früh zum Vergnügen uns allen, von uns, unser aller, wie funktioniert der Genitiv genau? Wie auch immer, ich bin ja hier nicht fürs Deutsch angestellt, das bist ja du, oder? Du hast es ja gelernt, ich bin ja damit bloß aufgewachsen. Was wollte ich sagen? Wir fangen einfach. Aber habe ich nicht, ich wollte nicht noch irgendwas sagen, ich noch irgendwie. Ich habe doch auf irgendwas, hingeredet gerade. Ja, gut. Also ich fange mal mit 239629 an. Mosel-Gigi, das habe ich schon. Hä? 2, 3, nochmal. 239629. Ich kann in meinem Alter nicht mehr zuhören und sprechen gleichzeitig. Boah, das ist wirklich süßlich. Süßlich. Ja, das riecht wie eine Auslese. Also es hat auch dieses Wachstönchen, das so die Edelsüßen gern haben. Total eingemacht. Ja, eingemacht, kandiert. Genau. Okay. Warum steht das kandiert da nicht? Ja, es geht auch so süßlich weiter. Wieder wachsig, ein bisschen was Gemüsiges. Das sind die 14er alten Reben, gell? Vom SA Prüm. Ja. Nein. Ich? Ja. Das können wir gar nicht anders vorstellen. Also das ist noch ein Spurhefig, das ist ziemlich gemüsig. Das hat viel so eingemachte Frucht. Das hat schon schmeckbare Süße. Ein bisschen floral. Ein bisschen schmelzig ist er auch. Wirkt so ein bisschen abgebremst. So. Mir gefällt die Säure sehr gut. Nein, das ist ja auch kein schlechter Wein. Die Frage ist, erstens, richtig tief ist es leider nicht. Und dieses, was du abgebremst nennst, das habe ich schon auch, das ist dieses Wachs, das da so mitschwingt. Der Gerbstoff trocknet noch ganz leicht. Er hat auch eine recht gute, fast ein bisschen tabakig wirkende Mineralik. Aber was Zwingendes fehlt ihm ein bisschen, oder? Wie geht's denn dir? Ja, richtig. Und steht er da gut? Ja. Finde ich auch. Also gut, das ist die Wehlner Sonnenuhr Alte Reben 214 GG vom Weingut S.A. Prüm. Das steht da vorne gar nicht drauf, gell? Doch, da ganz oben. Ja. Oh, du brauchst ein Glas, gell? 239627. Ja, steht auch drin. Wirkt viel klarer. Hat nichts Süßliches, was der andere schon in der Richtig. Nase hatte. Richtig. Hat so einen ganz, ganz leichten Reduktionston hat er noch. Also, wenn man jetzt böse sein will, sagt man, es stinkt ein bisschen. Geschliffen und kühl ist es aber auch im Mund. Ziemlich viel Säure. Ah, das ist doch wieder SA Prüm. Also das ist
Ich trinke das lieber, weil es ein bisschen trockener ist, weil es straffer ist, weil es kühl ist. Allein, es fällt halt wieder auf, es fehlt ein bisschen die Tiefe. Ich finde das punktemäßig nicht besser. Also da war der andere eher noch ein bisschen komplexer, der ist halt in seiner Art ein bisschen animierender. Aber wirklich tief und lang ist es halt leider auch nicht für höhere Wein, oder? Ja, Es richtig. bleibt bei 87. Das ist Bernkasteller Leib, 2015 diesmal, von S.A. Prün. Leih oft zu erkennen, weil die Leih so ein bisschen herber und steinig mineralischer und wirklich straffer sind. Kennt man oft blind. 2394 82. Ah, das Rheingau jetzt, das hatten wir gestern. Ich finde die Nase gar nicht so unangenehm mit diesen, mit diesen recht feinen Pilznoten. Das ist auch nicht ewig tief, aber irgendwie hat es trotzdem was. Wobei, es ist schon erstaunlich, dass die Beschreibung heute genau passt. Weil der jetzt fast 24, na, locker 24 Stunden Luft hat. Nein, das ist von vorgestern, das hat ja noch mehr Luft. Ne? Gestern haben wir danach probiert. Ich würde heute nicht mehr schreiben, dass er entwickelt wirkt. Also er bleibt erstaunlich, ja, und stabil. Diese sehr präsente Säure hat sich eingebunden, also sie ist immer noch präsent, aber nicht mehr ganz so stark wie vor 2 Tagen bzw. gestern. Nein, das ist heute stimmiger am Gaumen. Nur die Das ist, Wahnsinnstiefe hat nein, es auch der hat nicht. die Tiefe nicht. Und das leichte Bitter, das da drin steht, das hat er schon immer noch. Aber einen mehr können wir nicht geben. Kannst ja Gedanken lesen. Kann ich. Vielleicht habe ich ja eigene auch, die nur deinen zufälligerweise entsprechen. Das ist Alexander Freimuth, Geisenheimer Kloisterweg. Weg. 2398 51. Zurückhaltend, pflanzlich, ziemlich klar. Das riecht leicht. Das Ja, kann ich gut nachvollziehen, gleicht den ja. Eindruck von einem leichtes Mosel, gell? Richtig. Es ist auch relativ leicht. Es ist feinsaftig, ein bisschen süßlich, noch ein bisschen hefig. Ah, auch da weiß ich, was es ist. Das ist Christoffel. Ja, so ist es. Was mich wundert, ist, dass der Wein so leicht hat, so leicht wirkt, aber der hat ja trotzdem 13 Alkohol. Das merkt man auch, da ist ein bisschen Wärme mit drin, aber der Körper ist eigentlich leicht. Ja, wobei es ist auch die Lage, also diese Wärme ist etwas, was Ist der Würzgarten? ja, genau. Und Gewürze können Wärme auch können, also geben immer Wärme. Das ist auch gar kein so schlechter Hinweis, das mit den Gewürzen, weil die sind schon drin. Das hat schon so eine ganz eigene Aromatik. Richtig. Wir sind jetzt ohnehin punktemäßig schon Stufe höher. Die Frage ist, kann er noch mehr? Was mich ein kleines bisschen stört, ist, dass er so ein bisschen trocknet. Dass das. Deshalb, dass mir ein bisschen das Strahlende fehlt, weil der Gerbstoff ein bisschen was zudeckt. Also die Punkte, die er jetzt hat, die hat er
Frage. Es ist ein bisschen ein Bin ich auch. Grenzfall. Was sagen wir immer? In dubio pro? Oder wir schauen uns den noch morgen an. Ja, können wir machen. Es ist mir fast lieber, gut, weil ich. Ja. Weil dieses Trocknende glaube ich nicht abliegt. Okay. Aber ich finde das erste Mal, dass man sich getäuscht hätte. Wir schauen ins morgen mal an. Das ist auf jeden Fall Ötziger Würzgarten. Großes Gewächs von Johann Josef Christoffel. Hat jahrelang nicht eingeschickt. Und macht jetzt, fängt jetzt gleich mit dem besten trockenen Wein an, den ich von ihm je probiert habe. Ist von heute, muss ich nicht zurücksetzen. 239628. Ja, habe ich ihn schon? Ja. Nein. Sehr kühl, sehr geschliffen. Viel Kräuter. Haben wir das Dings draußen? Oh, wir haben es nicht draußen. Das ist unser Kollege, der Herbert. Wir nehmen gerade auf. Warte mal, Herbert, würdest du uns einen Gefallen tun? Und das Aufnahmeschild, weil wir es vergessen haben. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass uns so geht. Nein. Aber gestern jetzt hatten wir das Glück, dass wir beim ersten Wein waren. Warum haben wir da wieder nicht dran gedacht? Also, gefällt mir gut. Ja, gefällt mir auch. Das ist ein bisschen hefig noch. Das riecht ziemlich jugendlich. Das ist auch Mosel. Das ist sehr geschliffen, leichtfüßig. Hat helle Aromen, aber diese Mineralik ist fast auch eine Spur dunkel. Mhm. Ist das Terrassenmosel? Oder nein, nicht Terrassenmosel. Ist das aus Pünderich der Busch? Nein. Das macht die absichtlich. Klar. Dieses etwas dunkle in der Mineralik spräche dafür. Also das Dunkle kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ist auch relativ fest im Mund, obwohl er auch da leichtfüßig ist. Die Hefe hat er noch deutlich. Es ist auch noch unentwickelt. Das geht jetzt gerade fast ein bisschen ins Speckige, was? So ein bisschen grüner Speck. Ui, ich habe es mit Deutschland. Da reichen mir die 8 nicht ganz. Der hätte einen mehr verdient. Ja. Ja. Ach gut, das ist er noch einmal. Okay. Das ist natürlich peinlich, das nicht zu erkennen. Wiener Sonnenuhr 2.15 diesmal und ohne alte Reben. Aber ich finde das stringenter und deutlich animierender als diese süßlichen, ein bisschen breiten alten Reben, muss ich ehrlich gestehen. Das macht Spaß. 239740. Jetzt sind wir sehr hefig dabei. Oh ja. Auf der einen Seite glaubt man, das ist so ein bisschen unruhig, weil das nur so diese deutliche Sponti-Note hat. Aber die Frucht dahinter ist so ganz gesetzt und ruhig und ich relativ nobel. Getrocknete Rosen. Ja, das ist ein bisschen angedeutet, steht es ja schon drin. Na? Sehr schön. Auch im Mund Hefe, sehr fest, klar. Schlank, sehr salzig. Das ist Busch, oder? Ja. Ja, okay. Weißt du, auch der hat das Dunkle, nur das hat es viel stärker als der Vorgänger. Auch das Hefige hat er noch viel stärker. Ist ganz herb. Also, der wirkt so völlig süßefrei. Ganz reduziert auf diese Frucht, die Hefe und die Mineralik. Das hat bloß 12 Alkohol. Aber das hat einen Ausdruck. Richtig. Das ist schon nicht schlecht.
Ja, 89 oder 90? Nimm's an, 90. schwank. Weißt du, was der auch hat? Er hat ein bisschen so Muschelaroma. Muschel und Algen. Ha, so ein Ja, also mir bisschen. gefällt die Spannung, die er hat. Und er hat etwas Wenn Lebendiges. jetzt irgendjemand erzählen hat, der wächst am Meer, der müsste das auch glauben. Ja, das ist lebendig und straff und kühl und animierend und. Gut. Jetzt habe ich auf Konterprobe anfordern gedrückt, ich Trottel. Statt auf Speichern. Also, Herr Busch, nicht nochmal schicken. Also gut, herzeigen. Das ist die Pündericher Marienburg von Clemens Busch. Das ist komisch. Heute, also seitdem wir die in diesem Jahr aufnehmen, kann man es zumindest sehen. Früher war das bei diesen weißen Etiketten noch viel schwieriger. Irgendwas. Die Kamera hat dazugelernt. Okay. 2, 3, 9, 7, 6, 5. Oh, haben wir jetzt so einen Sprung gemacht? Oder steht der nur falsch drin? Nein, nein, nein. Naja, es Jetzt ist sind wir ja schon bei 91. letztendlich, ja. Das ist auch Reduktiv. ganz reduktiv, Spontinoten, unruhig, auch Schwefel. Angetrocknete Pflanze wird drin, aber das Florale nicht. Auch wieder so leicht dunkelbeerig. Ja, Aber das er hat schon in hat der was Nase was Festes. sehr Festes und Zwingendes. Da hatte ich reingeschrieben, zart süßlich wirkend ist, das ist fast weg. Ich finde, er hat eine Würze, eine herbe Würze. Steht ja auch schon drin, die herbe Mineralik. Sehr fest im Mund. Ja. Fest, griffig, ganz reifen, so ein bisschen sandigen Gerbstoff, der überhaupt nicht stört, der mehr Rückgrat verleiht und Struktur noch zusätzlich. Der hat einen ganz leichten Ton, der so an ganz frische Salatgurken erinnert. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, Das also ist nachvollziehbar. Salatgurken sind für mich etwas unglaublich Frisches. Genau. Und genau das hat er, genau dieses unglaublich Frische. Mal schauen, dass ich mir nicht wiederhole, wieder mal. Da können wir jetzt auch schon wieder diskutieren, ob es nur 91 sind oder nicht schon zwei. Naja, weißt du, ich glaube, nachdem er so reduktiv ist und von heute ist, sollten wir ihm noch Morgen einen nochmal Tag, anschauen. ja. Machen wir. Gut, das ist der Wawerner Goldberg von Volksheim. Gibt's morgen nochmal? Wir machen ja morgen wieder Video. Ja, ist ja inflationär. Ja. 2, 3, 9, 5, 7, 3. Sehr kühl. Kräuterig pflanzlich. Ich habe so eine Zitrone, aber sowas Positives, weil oft benutzen wir sowas Zitroniges und das ist dann eher Limonade. Ja, Zitronik ist abwertend, aber das hat eher noblere Ja, genau. Zitronentöne. Ui, da merkst du aber, was der andere kann. Weil das kommt nicht ganz ran im Mund. Das schafft diese Substanz nicht und diese Tiefe. Das hat Spannung und Zug, Mottsäure. Alles ist da ziemlich hell in dem Wein. Aber den Nachdruck vom Vorgänger, da kommt er nicht ganz ran.
Das ist alles ein bisschen härter und ein bisschen karger. Aber auch nicht ganz die Tiefe. Genau. Also mir fehlt auch die Tiefe. Das, ich bin da 89 noch näher als 90 gerade. Ich weiß schon. Ich bin wieder zu streng. Ich würde ihm die 90 geben. Steht jetzt ein bisschen blöd da. Er hatte jetzt der Wein vorher. Du hast ja auch gleich Bezug auf den Wein vorher genommen. Ja, ich hab, mir fällt auch auf, dass das vielleicht irreführend ist. Das ist nicht nur im Vergleich so, sondern man merkt das halt schon. Aber du hast vielleicht recht, denn die Mineralik ist schon präsent. Ist das Ruwe? Ja, ich glaube schon. Der Kräuser. Ja. Okay. Noch ja. Das ist auch ein bisschen der Regionaltypus, dieses kalte, pflanzliche, herbe. Da hat er dann schon den Herkunft. Ja, also gut. Hast du. Das ist also der. Oh ja, das wird ganz schwer. Jetzt. Aha, halt, falsche Richtung. Riesling, großes Gewächs, Kartäuserhofberg vom Kartäuserhof. Gut. Dann 239630. Heißt das wieder, ich bin geizig mit dem Wein? Ja klar, wenn sie besser werden, ist immer geizig. Hefe, gelbfruchtig. Was der auch ein bisschen hat, ist wieder mal dieser leichte Gurkenton. Ja, das sind schon fast Gurkenkerne. Ja. Solche Schmorgurken. Das ist ja genau. Das ist eigen. Denn dieser Lakritz-Touch, der stimmt. Das hat der. Das ist ganz komisch, im Weißwein Lakritz zu finden, aber manchmal kommt es vor. Aber deutet schon tiefer in der Nase an. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der Mund kommt. Ja, das ist auf der reiferen Seite fast ein bisschen überreif und süß. Ist das wieder Isabrüm? Mhm. Ja, das ist sein Hausstil. Weil da kommt auch das leicht Wachsige wieder. Und das Lakritz. Das Problem ist, dass das auch so einen leicht welken Beiton hat. Ich bin mir nicht sicher, wie das reift. Also ich kann mich noch erinnern, früher, als sowas ziemlich oft der Fall war, dass Weiße nach Lakritz schmeckten, allerdings hatten die meistens nicht diese Substanz, dann war das so eine Vorstufe von untypischen Altersnoten. Okay. Wie gesagt, hier spräche die Spannung und die Festigkeit und die Substanz eigentlich dagegen, dass es das ist. Aber es ist eigenwillig. Können wir uns den morgen auch nochmal anschauen? Ja. Denn da möchte ich wirklich sehen, wo das mit mehr Luft hingeht. Da bin ich mir echt nicht sicher. Weil, wie gesagt, fest und lang ist es. Das ist der Gracher Domprobst. Von Isabel. 239498. Gelbe Würze. Ja, es ist Whistlebrunnen, ist klar. Ach, das an diesen noch leicht unruhig krautigen Noten. Steht noch nicht zweimal Aromen. Wird mit Luft immer trockener. Sehr fest. Sehr herb. Sehr. Im Moment immer noch total abweisend. Eine Mattsäure.
Gerbstoff, so ein bisschen Altholz. Das Bittergriff, steht alles drin, ja. Salz ohne Ende. Den Karamell hat er fast abgelegt. Genau, da habe ich mehr Bist du da Nüsse, gerade? Ja. Mehr Nüsse, aber das genau. Also das hat eine Mordsubstanz, Festigkeit, das hat auch gewisse Tiefe, aber es ist so abweisend noch. Ich würde ihm im Moment 90 geben und ihn jetzt mal stehen lassen und dann muss man halt einfach mal schauen, wie das mit Jahren, mit den Jahren ist. Vielleicht probieren wir einfach in ein, zwei Jahren nochmal. Im Moment ist das so ein unberührbarer. Lang ist es, ne? Das ist ja, also die war schon auch mein Gedanke, ihn jetzt. Ja, irgendwann müssen wir ja mal aufhören. Erstens aufhören und zweitens. Ja, im Moment. Am besten, lässt er nur. Am besten wird man gar nicht in Verkauf bringen, nur 2 Jahre warten. Das ist Balthasar Reß. Das ist Hattenheimer Wisselbrunnen. So richtig scharf stellen will es nicht. Das blöde Ding. Wie gesagt, Länge hat er. 239575. Sehr floral. Gestern war ja wohl. Floral und nussig. Ist das Nussbrunnen? Mhm. Erstaunlich. Ich finde ihn nicht mehr so unruhig wie gestern. Naja, jetzt ist er ja 3 Tage auf. Naja, den 3. Tag jetzt. Es hat einen ganz eigenen Stil. Mit diesen ganz leicht holzigen Tönen. Aber das ruht sehr in sich. Es ist auch da wieder sehr nussig. Also für mich ein ganz typischer Lagenvertreter. Aber auch viel Salz. Wahnsinnig viel Salz. Das kann man wunderbar vertreten, glaube ich. Ja. Ja, das ist eine der ganz großen Überraschungen. Das ist Hattenheim Nussbrunnen von der Georg Müller Stiftung. Die haben so lange oft ein bisschen oft oberflächliche Weine gemacht, immer ein bisschen süßlich und ein bisschen glatt und schon ganz nett, aber wirklich groß. Aber das ist wirklich eine Hausnummer. 239769. Noch nichts für Fruchttrinker. Sehr hefig. Hefig, ein bisschen unruhig, ganz leicht schweflig noch. Ja. Aber fest. Deine Matzmineralik. Man darf sich übrigens nicht über das Brummen oder Rauschen wundern, das ist die Klimaanlage. Das ist heute leider der letzte Tag, wo wir sie brauchen werden. Naja, es kommt noch. Versprichst du mir das? Ja. Ich nagel dich fest. Also das ist apropos fest, das ist sehr fest. Das ist herb. Das ist auch Mosel, aber überhaupt nicht süßlich. Herb, hefig, nussig, sehr fest, spannend, mineralisch. Noch ganz verschlossen. Aber das kannst du auch fast kauen, das Ding, oder? So weit bin ich noch nicht. Hm. Das fand voll Sinn. Einen unheimlichen Nachdruck bei seiner ganzen Schlankheit. Das ist ja, das hat ja auch nur 12 Alkohol. Aber das ist schon. Vorhin, also heute früh habe ich geschrieben, offensichtlich, das wirkt trügerisch zugänglich. Jetzt zieht er total an, wird immer fester.
du schreibst gewisse Ruhen. Du musst dauernd an so einen Bergbach denken, mit so Steinen drin, kühl, schon auch mit einer ziemlicher Fließgeschwindigkeit. Ja. Ich empfinde ihn gar nicht so ruhig. Langsam nimmer, ne? Das war vorhin anders. Das hat sich auch verändert. Der hat sich also extrem gestrafft. Da kommt jetzt auch viel mehr Salz jetzt raus. Mhm. Das ist so. Okay, also das wird morgen nochmal. Oder? Das können wir sehr, sehr gerne machen, denn ich nähere mich schon dem 93 in dem Fall. Super. Weil das hat eine irre Spannung. Also dann Festigkeit. Gibst du mir einen Stift? Gebe ich dir Stift. Und ich gebe dir Glas. Super. Und du besserst das aus. Und ich mache eine Zeigung. Also, wir sind bei Van Volxem, wie gesagt. Das ist Wildinger Volz. Gut, dann 239767. Habe ich? Ja. Schatzhofberg. Ja. Das hat so eine Note von Stachelbeeren mit Pfeffer. Ich finde, er hat etwas Zupackendes in der Nase. Das hast ganz oft so in den großen Lagen an der Saar, dass die so Stachelbeernoten drin haben. Kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Ja. Der zeigt es exemplarisch. Tolle Nase. Mhm. Ganz kühl, aber zupacken straff. Und dieser Pfeffer ist auch ganz deutlich, gell? Ganz, 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 ganz wenig Restzucker. Und es ist trotz seiner Schlankheit dicht, straff, herb. Es hat eine sehr präsente, aber reife Phenolik, so ein Gerbstoff, der sich durch alles durchzieht, der zugreift, das Ganze noch ein bisschen verschließt. Aber das kann was. Ja, müssen wir mal am Morgen nochmal anschauen. Aber da reichen 92 nicht. Ich muss mal ein kurzes Päuschen einlegen. Ja, da schnaufst du mal durch. Also das ist Schatzhofberger von Van Volxem. Soll ich vielleicht den Morgen? Ja. Damit wir den Morgen richtig einordnen. 239755. Also ich schreibe da keine Hinweise auf das Etikett, ich schreibe nur die aktuelle Punktzahl drauf, ich damit wir den morgen Mainz in der richtigen Reihenfolge. Mainz schreibe ich drauf, natürlich. Womit nicht die Stadt gemeint ist. Das ist ein bisschen offener und zugänglicher. Also in dem Fall offen nicht im Sinne von oxidativ, das ist es überhaupt nicht. Aber es ist schon ein bisschen erreichbar. Auch so leicht gelbwürzig. Gelbwürzig und ein bisschen pfeffrig und hat eine feine, reife, gelbe Frucht. Mhm. Ganz schön fest. Vielleicht nicht ganz so die Dramatik. Ja, das stimmt. Aber hat einen, also ist so ein leiser Stil, ist überhaupt nicht aufdringlich. Hat aber eine tiefe Spannung. Sehr herb, viel Säure. Mhm. Ich überlege gerade, was das ist. Okay.
Aber es ist Mosel. Das kann eigentlich gar nicht anders sein. Aber was? Noch ziemlich viel Hefe. Es gibt noch nicht sehr viel her. Oh, der hat so eine. Was ist denn das für Würze da hinten raus? Irgendwas so aromatisch bittere Im Würze? Abgang, gell? Ich habe auch drüber nachgedacht, also kann ich nachvollziehen. Ich habe zuerst weißer Pfeffer. Ja, das ist es auch nicht. Oder zumindest nicht nur. Ja, ich weiß. Da fehlt mir was. Ich weiß nicht, Kardamom oder sowas in diese Richtung gehend. Ganz eigen. Animiert richtig. Das animiert schon. Ich bringe so zwischen 1 und 2. Ich glaube, wir können ihn die lassen. Und Ja, ja. hattest du den? Clemens Busch, Falkenlei. Ich überlege mir gerade, was man dazu isst. 239751. Ist zwar kühl, aber die Frucht wirkt ein bisschen reifer, habe ich den Eindruck. So eine Spur kandiert dazu. Und ich finde zum Beispiel bei diesem Wein nichts Gelbes, was der andere schon ihn charakterisiert hat. Sehr kalt am Gaumen, total steinig und salzig. Ein bisschen Salbei drin. Das, ja. Schreibe ich denn? Aber das ist herber und abweisender als der letzte, gell? Das merkst du schon. Das ist er aber wieder, oder? Das möchte ich mal nochmal sehen. Das hat. Im Moment schafft er die 2 für mich nicht ganz, weil er total knorrig ist. Eine irre Säure hat. Schau mal, was er macht. Hey, Scheint gerade sich zu verschließen. machst du den? Ja, mache ich. Das ist Marienburg Fahlei von Clemens Busch. Der macht aber auch keine Kompromisse, gell? Das hat überhaupt keinen Zucker, oder? So wie das schmeckt. 239753. Ja, zur Vorsicht haben wir nicht angegeben. Das zeigt in der Nase schon Tiefe. Ja. Hat auch so einen ganz leichten, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie Luft an der Küste riecht. So duftet der ein Rot bisschen. bisschen. Vielleicht. Sehr helle Mineralien gerade. Ganz eigen, ganz fein, ganz transparent. So was unheimlich Luftiges. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben kann. Auch noch abweisend. Knochentrocken. Es ist wieder ein Busch, oder? Ganz fest. Wunderschön. Ja, das ist herrlich. Aber das kannst du momentan nicht trinken.
Es ist so kompromisslos und verschließt sich offensichtlich noch. Da habe ich auch so eine ganz eigene Würze, die da hinten nachhalt und auf die ich gerade nicht komme. Das ist sowas wie Majoran. Okay. Ich war kurz beim Kümmel. Ja, das ist auch nicht falsch. Also so im Mörser zerstoßen. Ja. Oder bin ich gespannt, was das macht, aber du weißt, was da kommt, ne? Morgen nochmal. Ja. Gibt es Schlimmeres? Ja, da gibt es wirklich Schlimmeres. Also, das ist Clemens Buschs Roten Pfad. Die Luft schon dünn. 2, 3, 9, 4, 9, 7. Ah, wir sind im Rott, nicht in Rott, im Schlossberg angekommen. Fest tief zu. Ich sitze den dritten Tag auf und mache eigentlich zu. Ganz, ganz andere Stilistik. Auch fütterlich herb, das schon. Nicht das Leichtfüßige, sondern eher was Ehernes, Steiniges. Der kommt einem vor, als hätte er Rüstung an. Der will jetzt nicht getrunken werden. Aber es ist ein ganz, ganz festes. Ein betoniertes Ding. Monolith. Ein Monolith, ja, das stimmt. Es wird grandios reißen wahrscheinlich. Aber es steht da gut, finde ich. Ja, du willst auch du wieder mehr? Ist wirklich sehr, sehr unzugänglich im Moment. Und deshalb für die Momentaufnahme, die wir jetzt hier haben, steht das sehr gut. Aber du glaubst, es werden mehr. Du sagst es ja selber. Wird wunderbar reif. Das wird es. Es wird ganz spannend, ihn zu beobachten. Ja, es hat Druck und Länge. Ich kann ja Plus dran machen. Mache ich einen Plus dran? Ja, bist du dann glücklich mit mir? Meistens glücklich. So. Das ist Balthasares, Rödesheimer Berg, Schlossberg. Also 2, 3, 9, 4, 8, 8. Riecht nach, ja. Nikolaus, das riecht nach Senf. Ja. Senf und fast ein bisschen Senfgurke. Ja, ja. Eine ganz wüste, wilde, komplexe Nase. Das klingt für Fruchtweintrinker immer komisch, aber das ist total animierend. Also finde ich. Gelbgewürzig immer drinstehen. Tief, oder? Ja, aber auch er hat etwas Ruhiges. Ja. Er hat oder was Festes. Also es ist schon ganz anderer Stil. Das ist also gerade heute wunderbar, diese verschiedenen auch Stile zu haben. Es ist zwingend. Ui. Wieder Senfgurken.
schreibe das jetzt auch rein, dass damit entweder man kommt damit zurecht oder nicht, weil es schmeckt halt danach. Ja. Ja, so ein Hauch Honig findet man sogar heute noch, aber der hat unheimlich viel Biss. Auch das hat eine Mottsäure. Und vor allem diese angedeutete Süße von gestern, die ist fast völlig weg. Ja, das ist halt. Das gibt es tatsächlich keine zweimal so diesen Wein. Oder was, was so ähnlich schmeckt. Ich finde ihn da aber richtig stehen. Da fallen dir schon wieder die Gesichtszüge auseinander. Du hättest gern 100. Nee, ich finde es genau richtig. Ein Meisterwein. Das auf jeden Fall. Also. Das ist Peter Jakob Kühn. Mit seinem Sankt Nico, schau her, es kann scharf auch. Und wie? Und wie? Ja, bei dem Wein wird sogar die Kamera scharf. 2, 3, 9, 4, 9, 6. Ich finde es witzig, dass du das sagst, weil ich gerade. Das Fest ist. Ich hab den Eindruck, du hockst auf einem Hügel und schaust so bei Sonnenaufgang über so eine hügelige Ebene mit allen möglichen Sträuchern, Kräutern, Bäumen, was auch immer du dir vorstellen kannst. Und so ein ganz leichter Nebel liegt darüber. Und das ist das, was ich mir da als Bild eröffnet, wenn ich da rein. Ich finde es nur ungeheuer tief und einnehmend und ruhig und beruhigend auch. Das ist so komplett kontemplativ. Schau, ich kann kontemplativ noch aussprechen. Man merkt ja, wir haben heute früher in der Zeit als gestern. Ungeheuer ruhig, tief und komplex. Ein ganz klarer Himmel. Ja, das ist schon so, dass wir, das beobachte ich schon seit Jahren, dass viele Riesling-Freaks etwas brauchen, was einen aus dem Glas unbedingt anspringt. Und das ist dann ist es Riesling. Das ist halt ganz was anderes. Das ist die verkehrsberuhigte Zone des Rieslings. Das ist 10. Wow. Das geht ja. Und der Schweiß spricht einem aus. Das ist. Ja. Der lotet schon aus, was man mit Wein machen kann. Nicht mit Riesling. Also Riesling-Freaks, die Leute, die glauben, dass Riesling die größte Sorte der Welt ist. Und eigentlich vielleicht die einzige, die ernst zu nehmen ist im Weißweinbereich, dürfen den nicht kaufen, weil er halt nicht nach dem schmeckt, wie sich diese Leute Riesling vorstellen. Das ist was ganz, ganz anderes. Das ist Weltwein. Wie soll man das sagen? Das ist. Selber probieren. Das ist eine Art Größe, die universell ist. Unglaublich. Das hat 7 Gramm Zucker und du merkst nichts mehr davon, weil diese irre Mineralik alles schluckt.
Es ist nicht Säure, die Zucker puffert, es ist Mineralik. Wahnsinn. Das hört überhaupt nicht auf. Und eigentlich sind diese ganzen Adjektive, mit denen man Wein normalerweise beschreibt, hier nur Nebensache. Wichtig ist, wie das wirkt. Und das ist Wahnsinn. Das ist der Perfektion schon sehr nah. Das ist richtig. War ich nie, aber das ist. Okay, dann. Du willst noch ein mehr haben, oder? Also ich bin so weit, dass die Punkte eigentlich sind eigentlich, so egal. Eigentlich bestimmt, hast du recht. Ganz hinten raus kommt es dann wieder. Aber das ist so anders. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es fällt mir echt ganz schwer, da was reinzuschreiben, was nicht zu banal klingt für den Wein. Vielleicht müssen wir eine Warnung reinschreiben, dass das nichts für Leute ist, die nach Punkten Weine kaufen. Es wird den meisten Leuten nicht schmecken. Das ist Hattenheim-Nussbrunnen in Balthasaris. Bis jetzt mit Abstand der größte Riesling des Jahres. So, vielleicht sollte ich eines dazu sagen. Der Mann ist einer meiner besten Freunde, aber das ist keine Höflichkeits- und Freundschaftswertung. Das ist einfach nur ein Meisterwerk. Punkt. So, wir machen für jetzt Schluss. Wir melden uns gleich wieder mit den Pinos, ein paar von gestern, ein paar von heute. Bis gleich. Tschüss.